It is known by many names. The Chinese blue, the Eastern Star, or the Eye of Temujin. But to us heisters, it's just the diamond. Any of you guys heard its story? And not the history book bullshit, mind you. I'm talking about the real story. Legend says it was a meteorite found in Tuva, the very heart of Asia. Came west with the great Khans. Came with fire, blood, and plague. For nearly 1,000 years, the diamond changed hands. Its owners reads like a who's who of history's rich, famous, and horribly killed. Kings, queens, and common thieves. Its history is one of treachery and murder. Wherever it went, darkness followed. It raised tyrants, forged empires, and cast them into the abyss. Then it disappeared. But some things aren't meant to be hidden. Cursed? Maybe. I don't know if I believe that. I know the diamond is real. I know it's priceless. And it's ours. Ja, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Payday 2. Lang ist es her, aber der Zahnarzt hat gerufen, denn wir machen heute gemeinsam den Diamond Heist. Mit dabei Beta Gott. Was geht ab? Und bist du bereit, Beta? Ich bin sowas von bereit. Den kompletten neuen Heist von The Dentist, The Diamond. Und ich habe den Map schon mal angeschaut. Es sieht extrem cool aus. Stealth ist eine Option, aber ich will dann doch eher Shotgun Stealth, würde ich sagen, oder? Alles klar, ich bin eh so jemand, ich kann absolut nicht Stealth spielen. Ich habe also dafür keine Geduld, weißt du, ich habe einen sehr nervösen Zeigefinger. Das kenne ich irgendwoher. Rein da und voll auf den Sack geben, so sieht es nämlich aus. Wenn der also Zahnarzt zweimal klingelt, dann mache ich nicht auf, weil ich hasse den Zahnarzt wie die Pest. Ich hasse den Zahnarzt auch. Wer mag schon den Zahnarzt? Niemand. Das ist furchtbar. Also, sagen wir so, vielleicht Frauen, die mit Zahnärzten verheiratet sind, aber das ist dann halt auch ja, aber nur wegen dem Geld. Nur wegen dem Geld und meinst wegen du? Ihren Diamanten, klar. Meinst du nur, jeder Zahnarzt hat Diamanten? Klar, jeder Zahnarzt hat Diamanten und jede Menge Gold. Da gibt es dann so geile Grills, weißt du? Der Zahnarzt kann dir dann so Diamanten-Grills machen. Ganz ehrlich, wenn ich mir Grills mache, dann komplett den Oberkiefer in Platin. Aber ich will noch Diamanten, weißt du? Ich will dann auf meinem Platin-Strip so ein paar Diamanten drauf tackern. Ich will halt okay. So richtigen Brotz, weißt du? Wenn, dann schon das Ei raushängen lassen, verstehe ich. Also wenn, will ich mir beide Klöten in flüssiges Gold tunken. Okay, nicht aber schlecht. Aber wahrscheinlich verdammt weh. Ich könnte es mir allerdings vorstellen. Ich meine, Temperatur, dass Gold flüssig ist. Okay, wir haben den Security-Raum schon gefunden. Alles klar, sehr gut. Ist relativ hoch. Murphy macht es schon. Sehr gut. Ja, wir haben hier absolute Experten dabei. Wir stehen eigentlich nur rum und klatschen, während sie alles regeln. Ja. Wir stehen einfach da, schießen ein paar Leute in den Kopf, sehen gut dabei aus. Murphy macht es schon. Scully ist wenn auch wenn ich jetzt hier dagegen hau, kann ich irgendwas mitnehmen? So ein paar wertvolle Antiquitäten? Manche Sachen kann man, glaube ich, mitnehmen, soweit guck ich weiß. Guck mal, hier ist so eine Kette. Getestet. Okay, kann ich auch nicht mitnehmen. Her. Ich würde die mir schon gerne umhalten. Ist das so ein Ding, wo ich dann so einen langen Giraffenhals kriege, wenn ich mir das irgendwie ranhänge? Nee, ich glaube nicht. Wir reden hier von ägyptischen Sachen. Wer sagt, dass Ägypter keine Giraffen haben? Naja, Ägypten ist zwar auch in Afrika, aber dennoch gibt es da nicht diesen Giraffenhals-Kult. Vielleicht, das hat sich ja irgendwie eingenistet bei den zwei, drei Leuten machen. Okay, lass mal Giraffenhälse werden.
Boah, kommen hier gerade viele. Es sind ultra viele Cops, die hier kommen. Wie gesagt, also wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir den Security-Lockdown überschreiben komplett. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal warten und ballern. Das ist im Prinzip das, was man sehr, sehr gerne in Payday macht. Boah, hier drüben ist ein Metzger. Was ich aber auch am besten kann, glücklicherweise. Alter, hier ist gerade ziemlich viel. Shit, ich habe jemanden erschossen. Ich habe den Metzgerjungen erschossen. Den Metzgersjungen? Kann doch nichts dafür. Kommt gerade aus dem, wie soll ich sagen, Büro. Aus dem Fleischerbüro. Aus dem Fleischerei-Fachbüro. Hat gerade die Chickens gezählt. Ganz genau, und dann kommst du einfach mal und ballerst ihm in den Kopf. Egal, wir mähen hier gut durch. Mal ein bisschen Money Run, damit ich hier noch keine Taschen legen muss. Jeder, der komplett mit Blut überströmt ist und mit einem Meat-Cleaver rumrennt, ist gefährlich. Wow, Alter, wie viele sind denn hier in dem Museum drin? Beta, Rücken an Rücken. Klöten an Klöten. Was bist du denn eigentlich? Wo soll ich mein Ei reindrücken? Ah, hier, lass mal Ei randrücken. Ey, ich werd irgendwo getasert. Ah, das ist der da. Hab ihn. Was? Hast du Medibags dabei? Nope. Ich hab Ammobags dabei. Ja, ich auch. Haben wir irgendjemanden für die medizinische Versorgung? Murphy hat Medibags dabei. Alles klar, Moment. Hier drüben ist noch ein bisschen Money. So ein bisschen was einsammeln hier. Das Problem ist an der Shotgun, ich liebe diese Street Sweeper Shotgun, weil sie einfach 12 Schuss hat und du kannst halt wirklich einfach durch Gegner durchrennen im Prinzip. Du kannst locker mit einem Magazin, wenn du einen Berserk-Mode aktiviert hast, die Dozer down machen. Aber wenn du die Ammo ist halt extrem schnell weg bei dieser Waffe. Es ist so krass. Ich brenne so schnell durch die Shotgun-Shells durch. Also ich weiß gar nicht, was ich hier dabei habe. Die Commando oder sowas. Commando ist geil, ja. Das ist meine Hauptwaffe. Also die Commando und eine Shotgun noch im Strumpf. Natürlich, in der Socke hat er seine Shotgun, wenn es mal ganz wild wird. Oh, hier, antikes Geld. Nein! Ich habe halt auch relativ große Füße, deswegen sind halt die Socken auch dementsprechend groß. Beta, hier sind 10 Dollar drin. Scheiß auf den Diamanten. 10 Dollar, Alter. 21 Dollar insgesamt. Beta, komm rüber. Hast du C4 dabei? Alter, 21... C4? Was? Nein. Was brauchst du C4? Komm mal hier rein. Hier drüben. Wie kommen wir da dran? Dann könnten wir alle mit dem Bus zurück, weißt du? Dann müssen wir nicht die Tasche schleppen. Shit, mit dem Bus, das ist eine gute Idee allerdings. Die Donation Box aufbrechen. Ich find's irgendwie schon weird. Ja, das ist schon irgendwie krass, dass wir da nicht rankommen. Deine Waffe hängt drin, aber irgendwie hängt meine Waffe auch drin. Kann ich nicht irgendwie. Hat irgendjemand einen Kleiderbügel dabei, dass wir die Scheiße da rausfischen können? Ich habe echt keinen Bock, meine Taschen zu laufen. Hast du einen Kleiderbügel und Kaugummi? Das könnte funktionieren. Okay, ein Cloaker. Achtung, Granaten. Kann man hier irgendwo Granaten mitnehmen? Granatenkopf oder sowas? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Granatenbags wirklich gab. Aber ich finde, die Mission sieht ziemlich hübsch aus. So vom Level-Design. Extrem gut. Also die Map haben sie sehr, sehr gut gemacht. Es ist jetzt vom Gameplay, sag ich mal, jetzt nicht irgendwie die Ultra-Offenbarung. Also man wartet, man ballert, man hackt. Das kennt man eben von Payday. Aber wie gesagt, in einem schönen Ambiente. Und hier haben wir Caesars Schild. Würde ich mitnehmen. Ich meine, das ist nicht mal Glas drumherum, ich kann es nicht mitnehmen. Außerdem wäre das dann einfach mal linke Hand ein Schild, rechte Hand in einer Hand eine Shotgun. Sowas wäre natürlich richtig geil oder irgendwelche Sachen, die man bauen könnte, weißt du? So den heftigsten Dozer-Perk einfach mal wie ein Borderlands-Shotguns double-wielden. Ja, irgend sowas in die Richtung, weißt du, so Perks und dann kann man sich irgendwas zusammenbauen. Ich meine, Perks gibt es ja mittlerweile, das haben sie ja eingeführt seit dem Update. Du kannst ja mittlerweile Perk-Decks machen, die unabhängig von deinen normalen Leveln und von deinen normalen Skills sind, die du wählst. Da gibt es jetzt auch 4, 5 verschiedene. Durch die neue Heist drin, Clover, die jetzt mit dem Diamond Heist reingekommen ist, gibt es auch nochmal ein neues Perk-Deck. Das heißt, da gibt es auch nochmal eine gute Ausstattung. Aber ja, es ist natürlich kein Ersatz für die Skills. Beim Perk-Deck hast du halt so Sachen drin, wie zum Beispiel, ich habe jetzt 40% oder keine Ahnung, wie viel Prozent mehr Health. Ja, aber ist ja gar nicht mal so schlecht. Also ich kann im Prinzip lachend in eine Kreissäge springen und danach kann ich euch aufsammeln noch. Holy shit, kann ich den Säbel mitnehmen? Echt jetzt? Das wäre geil. Ne, ich frag, kann ich ihn mitnehmen? Ich will den haben. Wow, hier drüben liegt ein bisschen Munition, Bro. Wenn du Ammo brauchst, sag Bescheid. Wie gesagt, ich habe Ammo-Bags dabei. Da kann ich droppen. Doppelte ja, Ammo-Bags. Ich hab auch welche dabei. Zwei Stück habe ich dabei. Wird nicht das große Problem an der Sache sein. Oder wie man damals in THQ-Spielen gesagt hat, Moon. Ey, es ging mir so auf den Sack. Moon. Selbst, glaube ich, in Warhammer haben sie Moon gesagt. Ich weiß ja nicht, ob der Mond in meine Shotgun passt. Ich meine, wenn er in mein Ghetto kracht, dann schieße ich aus der Waffe, aber mehr kann ich jetzt auch nicht versprechen. Alter, ich werde hier gerade ziemlich hart gerangelt von hinten. Die touchen hier mein Tralala. Dein Tralala? Dann touch ihr Ding Ding Dong. Wollen sie aber nicht. Ich block mal ein bisschen dein Ding Ding Dong von der Seite.
Das ist aber nett. Alles klar, noch. Hier noch ein bisschen Muni mitnehmen. Aber so schwer ist die Mission gar nicht, oder? Nee, sie ist nicht wirklich schwierig. Also schwierig. Da kommt ja noch irgendwas Derbes hinterher. Nicht so wirklich. Ich habe wirklich erwartet, dass es der extreme Hammer ist, aber... Weil ich habe mir halt diesen Trailer reingezogen und dachte, boah, das muss ein Klunker sein. Die Götter selbst verteidigen das Ding. Hitler wollte ihn haben. Dude, Murphy T-Bag Dagger. Oh, schick. Artefakte, okay. Die Artefakte können wir mitnehmen, alles klar. Okay, und hier drüben? Den Säbel und das Schild, das Wikinger-Ding hier. Den Schild können wir nicht mitnehmen, oder? Nee, leider nicht, aber hier an der Stelle, wo er gerade stand, konntest du auf jeden Fall Artefakte mit einpacken. Aber komm, hier so eine antike Münzensammlung könnte man doch auch mitnehmen. Die ist wahrscheinlich ein bisschen was wert, würde ich jetzt mal schätzen. So, okay, hier sind noch Sachen. Kann ich irgendwas hier mitnehmen? Goldene Fische. Oh, hier drüben ist eine Mumie. Hast du schon gesehen? Bist du denn gerade? Ich komme mal ganz kurz zu dir. Also ich habe sie schon gesehen, aber jetzt in diesem Heist habe ich ihn noch nicht gesehen. Und für die Fans da draußen. So sieht's aus. Ich humpel mal ganz kurz rüber. Einen Moment, ich komme gleich. Gleich. Shield. Kannst du die boxen? Ja. Yep. Das Artefakt ist scheiße schwer, Alter. Das ist der Wahnsinn. Was hast du denn da mitgenommen? Es ist im Prinzip eigentlich nur ein Dagger, aber es ist ein ultra schweres Dagger. Das Ding ist aus Blei und Mondstein. Was zur Hölle? Indianer. Warte mal, hier drüben gibt's auch noch Päckchen. Ach ja, richtig, die Päckchen. Was ist das für ein Schädel, Alter? Holy crap. Indiana Jones, auf jeden Fall. Ja, ohne Scheiß, Mann. Aliens. Im Zweifelsfall sind es immer Aliens. Oder diese Mumie. Berühre es mit deiner Zunge und find es raus. Ja. Der berührt gerade was ganz anderes mit seiner Zunge. Oh. Alles klar, genug hier gezüngelt. Nicht so wirklich die Action bei mir gerade. Ich geh mal weiter. Achtung, hier kommt ein Shield hinter dir. Okay, Taser. Okay. Also ich sehe gerade, Murphy ist schon dabei, das Device wieder anzuschließen. Such mal diese Päckchen hier. Wenn du welche findest, das mitnehmen. Ja, aber ich brauche immer noch diese Gage-Päckchen. Ich habe auch noch nicht alle Achievements dafür. Ich glaube, mir fehlen noch eine oder zwei. Okay, warte mal, hier unten habe ich eins. Umgehauen. Ihr bekommt das hin. What the fuck? Oh shit, Murphy hat jetzt umgehauen. Ey, jetzt wirklich? Ja, ich meine, hier sind auch extrem viele. Okay, Moment, ich komme wieder hoch. Ich war eben gerade unten und da war gar nichts. Und ich wollte eben gerade so ein bisschen... An der Stelle so ein bisschen Päckchen suchen gehen. Yo, yo, hier sind wirklich fucking viele. Hier sind extrem viele drin, deswegen, also das... Murphy ist auch wieder auf den Beinen, okay, passt. No, 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 ich werde getasert. Irgendeiner klaut unsere verdammten Artefakte. Wo bist du denn? Ich komme mal ganz kurz. Oh, hier drüben. Die rapen mich. Na, oh, schon wieder. Ey, Jesus Christ. Ich bin down. Ja, Moment.